Das war eben ein abgefahrenes Spiel. Nur geschrieben. Wir haben das Original eben gehabt. Wir haben eine schwere Lane eben gehabt. Mit meinem Necroforce und dem Earthshaker Support. Und der Earthshaker hat es echt geschafft. Der hat eine super, nicht nur okay, nicht nur gut, der hat eine super Laning Stage mit mir gespielt. Wir haben eine Lane gewonnen, die wir hätten hart verlieren sollen. Das war super. Wir haben echt die Lane gewonnen. Und dann hat er einen 12 Minuten Blinkdagger und dann hat er 20 Minuten am Stück, auch nicht übertrieben wiederum, keine einzige gute Aktion gemacht. Das war so abgefahren gerade. Das ist, als hätte man den Spieler ausgetauscht. Ich bin immer noch ganz perplex davon. Also, er hat wirklich eine hervorragende Laning Phase gespielt. Nicht nur gut, vielleicht nicht nur sehr gut, sondern wirklich hervorragend. Eine super Laning Phase. Wir haben die Lane gewonnen. Es war so 12 Minuten Blinkdagger dann auch dadurch, weil wir die Lane geowned haben. Und dann 20 Minuten völlig. Danach, das war sein kleiner Bruder dann so. Hier, ich habe mal ein bisschen für dich gespielt. Jetzt bin ich weg. Viel Spaß noch. Und tschüss. Ah, wie hat die Galli mehr geschafft? Ich fahre mit dem Blink, dann darfst du. Das wirkt echt so. So hier der weiß ich nicht, 8K Bruder. So, guck mal her, ich farm dir einfach mit dem Blink, der. Ich mach mit die Laning Phase, dann darfst du wieder spielen. Okay, dann passt das schon. So wirkte das ungefähr. Voll abgefahren. Also, sowas habe ich selten erlebt. Deswegen war ich auch dann. War interessant. Es war interessant. So. Das. 30 Sekunden. Das war ziemlich wenig HP am Anfang. Und das gegen Techies unangenehm. Battlehunger ist auch ätzender Spell. Careful with Battlehunger and Techies. Oh, das ist mal ganz ordentlich Damage. So. Damit ich irgendwelche ekligen Kombos überstehe. Ein bisschen mehr Base HP habe. Gibt es erstmal nochmal zwei Branches. Ich will schneller Level 2 werden als die. Das macht viel aus. Kriege ich den Range noch? Nein, hinter dem Range. Vielleicht nicht, dass der Range so. Naja, gucken wir mal. Na, da sitzt er schon. Der lustige Techies-Mann. Noch kein Battlehunger gesehen. Ah, der hat. Der hat Dings. Nice. Der hat kein Battlehunger. Gut für uns. Cast along, Shadow. Arms from the dead. Nein. You're out of heal range. Na, wär nicht ganz weit weggelaufen, hätte gefightet, hätten wir gekillt. Hätten wir das First Blood gehabt. Weil die Creep Wave auch mit dabei stand. Schwierig in dem Augenblick, das zu entscheiden. Aber eigentlich waren sie out of position.
this time. He's alone. Komm mal rüber, was wir hier. So bläst. Auch nicht zu passiv sein. So. Ja, das First Blood hat einen großen Unterschied gemacht, dass wir es nicht bekommen haben. He's alone right now. Techie's pulling. Der Bogen reicht ja nicht ganz aus. Geiler Sound auch. Sie drogen schon einigermaßen farmen, aber. Die Droids nicht so richtig alleine lassen gegen die gegen Techies und X. Ein Schwachsinn. Das ist ein schwachsinniger Held.
Das ist so stumpf alles. Ist das stumpf, gegen Techies zu spielen? Dann hält er noch mehr als einen Schuss aus. Ich bin halt nur beschäftigt mit so einem Quatsch. Ich spiele kein Dota. Ich spiele halt Minesweeper. Not yet. Gott, ist das stumpf. Termin Bounties? Can we take this one? Throw! Take the bounty. Thank you. Hätte ich jetzt auch machen können, aber es war nicht ganz klar, ob da nicht irgendwie anders schneller rüberläuft. Ich stelle gleich noch meinen Lane Ward auf. ITP. Okay, so kann man nichts machen. Ja, das war echt komisch. Der hat einfach aufgehört zu casten, hab ich auch gedacht. Ja, na, okay. On my way. Kein TP.
Can you help me? I should be able to kill him. Yeah, come on. Nice. Good job. Oder der Zeus gedived währenddessen. Sonst. Wo ist der Mango Tree? Your middle tower is under attack. Just don't talk nonsense, it makes you look stupid. Verschwende ich Zeit mit so einem Scheiß halt. So. Hauptsache mal Blut daherreden. Ja, oben ist Zackis die ganze Zeit im Jungle da. Man hat dann ganz viel. Oh, Techies-Spiele sind so nervig. Es ist nicht mehr, dass sie besonders schwer sind per se. Das sind einfach scheiße. Es ist einfach bis zur Hälfte der Zeit mit irgendwelchen Bäumen wegessen, Minen suchen, mit so einem Schwachsinn beschäftigt. Aber die Gems ist eine Sache mit dem Team. Geht auch ziemlich schnell. Es ist halt einfach so. Your top tower is under attack. So stumpf irgendwie. On my way. Let's fight here. Fight, fight, fight. Remote mine here. Zeus, can you give me vision? Vision? Zeus? Ich will nur ein bisschen Gold, das ist immerhin. Careful in the top jungle. There are a lot of mines here and stuff. I try to deward. Zeus, if you could help me just by checking some spots would be great. Like the most obvious ones. Like here. Coming. On my way. Come to me. Come on, Bristle. Don't bring us in such bad situations. We could have just pushed the tower. Dann muss man halt so. Diese Spiele, ey. So. Was für ein Nerv. Ich brauch so ein Jutzepter. Dann kann ich was. Einfach gut gegen viele Kombos hier, gegen Silence, gegen Stasis Traps, gegen anderen Shit. Almost, ja. Yeah. Almost a disaster.
Die Silence, für mich ein Kill. Bottom tower being attacked. Zap! Hey guys, my ultimate is ready. Can you get a pipe in Brussel? Here, stay with me. Storm might come over. Your bottom tower is under attack. Test unterwegs. Dire structures are fortified. Your bottom tower is under attack. Ja, fortified. Alleine kann ich auch nicht ewig bleiben. Top tower under siege. What a pity. You've lost your top tower. Don't mind if I do. Over here. Reaktion ist nicht so krass vorhanden, leider. Yeah, assault. With the dagger. Yeah, some Aghanims. Okay. Yeah, Storm is top. Storm is top and clings, but we can with Aghanim's Zeus. I got this net. Your top tower is under attack. Shadow wave. Your middle tower is under attack.
here. So careful. Mind here. Ja. I cast a long shadow. Away. You're safe. Kill him. Good job. On my way top. Careful, dude. Come here, come for here. You die real fast. What is this? Oh, what the fuck? Could have seen this coming like. Hä? Zeus, Nimbus. Wie dumm war das denn? Gegen Techies spielen. Klasse. Thank you. I'll take that. Dazzle. I don't know. You're playing your own game, seems like. There's a lot of going on the map, and if you don't suicide, then we have a much easier game. I renew my shady vows. Yeah, but let's put some video without a draw, but if you are still men, we are good. Over here now. Good job. I'm good to go. The likes of you. Dark light. Oh, ist das erbärmlich. Hier so umgekrieche. Über die Map. Radiance Courier has been murdered. Bottom tower being attacked. Radiant have fortified. Shadow wave. You do know the tower is being attacked. I am not ready. The enemy's middle tower has fallen. Can you please not suicide? Again? Can you just go back now? Thank you. Invisibility. So. A dominant performance.
We have to stay together, Dro. Yeah. This is just too... Nein. Yeah, but still, you're just gonna run into shit. Ooh, this has pinged. Was für ein schönes Spiel. Techies Games. Like, there's really good shit and really good initial items, guys. Look. You want this throw? Maybe I take this. You can silence. Ich würde ein bisschen was, dass ich halt nicht so lange gesilenced bin, dass ich dann halt wieder heilen kann. Aber ich brauche erstmal die Griefs als nächstes. Bisschen griefen. Bisschen abgriefen. Alles Sentries aus. Don't attack this. Don't attack this. Takes too long with illusions. Don't. Okay, right, yeah. Manchmal kann es nicht hinein. Egal, trotzdem funktioniert. Wenn der Ogre aufgepasst hätte, kann es halt schief gehen. Care for now. Careful here, careful. Nice. Yeah, just use it to push. Never mind. Just use it to push. Can you check for some vision here, Zeus? And mines. Can you check the high ground? Thank you. Can we check this? Top tower under siege. Shadow wave. Your top tower is under attack. Oh God, Techies Spiele sind so furchtbar. Okay. Someone should take this. Bristleback, take this. Er hat noch sein scheiß Tier 1 Item gehabt, ey.
from the dead. Go away. Fuck, dass die Drohne noch erwischt hat. Und Techies pimmelt da oben rum. Der Storm hat aber kein gutes Game. Das ist relativ wichtig. Der ist ziemlich schwierig zu kontrollieren für uns sonst. So, das Mechanism fertig machen. Careful, top, top, top. Yeah, I'm on my way. Let's go. Keep running, keep running, keep running. Good job. They have a lot of money. Yeah, but we have Zeus. Just be slow. Let Zeus check and we'll be fine. Shadow wave. Fuck! Stay with us, Dro. Expect always mines. Ich hätte noch gedacht, ich hätte gleich graven sollen. Ich dachte, ich einfach gar nicht über die einfach aufhauen. It was a waste. Don't waste cliffs like this. Nice. Yeah, we continue now. Go, keep going. No eggs. Stay together, guys. Zeus, we need you. Don't dive! Hit the tower! Please! Bristleback! Where are you? You need to tank the tower. Keep going. Can you? Okay. If you stay at the back, Clinks will come to you. Okay, don't together, guys. Stick together. Don't split up. They can easily pick us off. Dro, come. Just walk over. Dro, come. Just walk over, please. Dro, please come. So gut Nimbus. Shut away!
Ey, Techies Game braucht echt keinen Schwanz. So ein nerviger Scheiß. Eine Lane Phase. Dahinter geht's dann jetzt. Die Lane Phase in der Midgame. Well played. Was eine voll Scheiße. Naja. Ja, einfach gut, dass es vorbei ist. Der Quatsch. Der Storm war zum Glück nicht gut. Der hat sich oft verschätzt. Da hatten wir Glück. Wir haben ganz gut als Team gespielt. Das hat echt gut geklappt. Und ja. Einfach ein gutes Teamspiel. Das manche Techies-Spiel ist nicht, dass ich wahrscheinlich die meisten Techies-Games verliere oder dass es irgendwie schwer ist per se, aber es ist echt nervig. Ich habe so viel Zeit in dem Spiel damit verbracht, nicht Dota zu spielen, sondern irgendwo halt vielleicht gerade in den ersten 10, 15 Minuten. Nachher ist es ein bisschen anders mit mehr Detection und gerade mit dem Zeus und dann hast du andere Möglichkeiten und suchst halt eher auch nicht nach den Landminen, sondern halt nach den Remotes und so. Aber diese ersten 10, 15 Minuten mit der Treeline und so viel Scheiße, gerade mit dem Axe zusammen. Also die Kombination ist auch ärgerlich und anstrengend. Aber wir mussten auch zusammen spielen. Wenn wir zwischendurch haben wir, also da war wichtig, dass wir einfach entsprechend spielen. Da, wo wir Vision haben, irgendwann das zusammengehen mit dem Zeus zusammen. Das haben wir auch gut gemacht einfach. War gutes Teamplay. Und haben uns dann da wenig Quatsch erlaubt, sage ich mal.